So, lass mal kurz hier gucken, wie es hier mit dem Bestand aussieht. So, nochmal, das haben wir, das haben wir. So, dann müssen wir herstellen. Gewehrmunition. Aber wir haben noch gar kein passendes Gewehr dafür. Nee, tatsächlich nicht. Wir könnten es kaufen. Aber ich... Ja. Ich weiß noch nicht so richtig. Ich würde mal nochmal immer als Backup, dass wir einmal nochmal Flintenmunition haben. Okay. Ach, puh, Alter. 25 Schuss ist jetzt hier auch nicht viel. Oh. Ah, hier ging aber auch durch. Hm, schade, hätten durchlocken können. Muss ich hocken? Ich hocke mich lieber hin, wa? Ist vielleicht ein bisschen besser. Man weiß ja nie. Okay. Schön hier, schön hier. Das ist ein ganz toller Vorgarten. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Keine Chance. Keine Chance. Ja, wir sind hier chronisch unterschlüsselt. Ja. Okay, wer hat denn die alle ausgelöst hier? Wenn sie Bären fallen. Passt der? Ne, der wird nicht passen, ne? Ne, passt nicht. Ihr passt nicht, Ben, ihr passt nicht. Ah, yeah. Okay, gehen wir mal hier nochmal. Bada Ben, bada bum. Ihr seht das. Okay, hier vorne ist nochmal eine Bärenfalle. Geh mal kurz her. Die Sneak Position. Dann nehmen wir mal hier immer durch. Hat einer von euch nochmal irgendwo jetzt ein blaues Medaillon oder irgendwas gesehen? Nee. Okay, wir sind drin. Kondor 1, Kondor 1. Copy that, wir sind im Haus. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht stören, mein Kleiner. Oh Gott. Wirkt doch immer sehr intensiv. Boah. Das ist schön. Ja, der Hund im Klo, Alter. Wunderbar. Hau mal rein. Ich bin auch nicht so glücklich drüber, wenn ich da überrascht werde. Ja, das ist. Du bist ja keiner. Yes. So, checken wir erstmal, was unten los ist, oder? Achso, ich gebe dir noch einen Tipp. Heilung. Nicht schlecht. Da müssen die nach... Oh. Man ja von Neid erblassen. Ich gehe erstmal hoch. Ich gehe erstmal hoch. Nicht, dass wir jetzt hier unten irgendwas triggern. Hm, toll, schön. Jetzt finde ich das rote Kraut, ey, toll. So, Illuminados 4-3. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seinen teuersten Besitztum an, seinen teuersten. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirt sein kräftigstes Schwein. Die verarmten Alten ihr geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und ward zufrieden. Schön! Das ist doch eine schöne gute Nachtgeschichte. Verstehe ich nicht. Benni, wir kann doch nicht sein, dass wir hier keine Schlüssel haben. Nicht ein Schlüssel, also das Bild hier also oben. Also wir haben ja einen Schlüssel, aber der passt nirgendwo. Halt, ich keinen Bock drauf. Ah, ein Rubin haben wir nochmal gefunden. Schön, ne? Sache, schöne Sache. Es ist aber auch verdammt dunkel da bei dir. Ja, ne, vor allem hab die Befürchtung. Oh, so ein Perlenvorhang. Wer kennt's nicht aus der Datsche? Schön. Ah, was hab's hier? Hasi? Schön. Ah, ich hab's noch ein braunes Hühnerei. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob wir hier alleine sind, Benni. Hier vorne gibt's noch was. Dem köstlichen Gabentisch. Das ist wieder ein lebensbejahendes Foto. So, was steht denn da? Endlich, Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes, danket unserem Herrn.
muss man, warum schreibt man sowas auf dem Bild drauf hinten? Also, oh, Schlüssel. Noch einen kleinen Schlüssel. Schön. Wir haben lauter kleine Schlüssel. Aber wir brauchen richtig Schlüssel. Alte Fotos. Das ist so erstaunlich, dass ich es kommentieren muss. Alte Fotos. Aber er findet hier auch nichts. Er kann doch nicht interagieren. Nee. Nur sehr hektisch aus dem Menü rausgehen. Schießpulver. Lalala. Ach, großartig. Handgranate. Das ist eine gute Sache. Ab, ihr seht das. Zahlenkombination. Haben wir irgendwo eine Kombination gesehen? Ach so, na klar, natürlich. Der Bauer, ihr habt seinen dickster Train. Was? Der letzte, ihr habt seinen Sohn und der erste, ihr habt seine Getreide. Genau. Babam. Okay. Und eine Kristallkugel. Cool. Die werden wir wahrscheinlich oben einsetzen. Sobald diese Las Plagas bei denen geschlüpft sind, sind die echt assi. Klick. Und offen ist das. Lad mal noch die Pistole nach. Du hast, glaube ich, nur einen Schuss drin. Fuck. Mag es halt so gerne so ein bisschen risky. Ja, ist okay. So, wir müssen einfach mal. Leben am Limit. So. Rinn die mit geil cool hier. Aha. Okay. Oh, volles Gesichtsgulasch hier. Oh, na sowas hasse ich ja. Warte mal, Q. Ja, so. Ah, oh, schön. Dinge im dreidimensionalen Raum bewegen. Und ich, wir sind so. Wir sind aber so. So, please open up. Hallo? Ist das hier das romantische Schlafgemach des Gutsherren? Ach, ist aber ein schöner devotionalen Schrein hier. Aufzeichnungen des Dorfes Band 3. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum 8. Dezember. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen. Aber Lord Sadlers Befehle sind absolut. 3. Januar. 30 Bewohner verhungert. Alter. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März. Die Patriarchen haben sich für ihre Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Sadler auserwählt. April. 8 weitere heute. 4 weitere heute. 11 weitere heute. 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Finster. Das mal finster. Das ist mit den 2 Leuten, sind das die 2 Polizisten gemeint? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Weil die sind dann jetzt nirgendwo hingebracht worden. Der eine ist in der Hütte abgeschlachtet worden, der andere ist verbrannt worden. Irgendwie. Ja, stimmt auch wieder. 2 weitere ins Dorf gekommen. Vielleicht irgendwie Touris, ne? Einfach irgendwie. Touristen, so, ja, hallo. Genau, ja, wir sind hier mit Rainbow Tours, hallo. Was ist denn hier? Geht's hier nach Lorette Mar? Der Insignienschlüssel! Halleluja! Na endlich! Oh! Ah. Oh! Das lief jetzt nicht so gut. So, also der andere Theker hat auf jeden Fall Power. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Ja.
Ha, wer das wohl war? Los, Chat, wer es als erster schreibt, wer war's? Oh, ein bisschen gerade. Wachrütteln hier. Gabe in meinem Blut? Sieben, Jörg Pilawa. Schön. Ach, großartig. Wir haben Kapitel 2 beendet. Wupp, wupp. Nice. Jörg Pilawa. Ich war's, Mutti. Ja, Bianca, ich war's. Genau. Dagmar von oben drüber war's. Genau. Ja, nee. Das ist, Vera am Mittag war's. Ach, Kinder, nee. Das ist mal ein bisschen Ernsthaftigkeit hier mit an den Start bringen. So, und weit je. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich Stevie immer ein bisschen unterstützen wird, ne? Also. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an, aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Baby Eagle. Condor One, Ende. So, und mir war doch so, als wenn genau hier noch was liegt. Perfekt. Das ist ja nicht der. Das ist ja Kirche. Was waren denn das jetzt gerade für strange Geräusche gerade? Nein! Was denn? Wir haben die Lampe vergessen. Ich habe die beknackte Lampe liegen lassen. Beim Brunnen. Wo gerade hier diese. Sehe. Ich bin so doof, ey. Die Kette hast du jetzt gar nicht nochmal einsortiert? Nein, ich hab die Kette nicht nochmal angeschossen, weil ich gerade in Ruhe erstmal den Typen töten wollte. Ach Gott. Mann, ey. Scheibenkleister. Ja, ist ärgerlich irgendwie. Das ist halt, jeder PC, das zählt doch. Ja, vor allem die Kette hätte wahrscheinlich wirklich viel gebracht. Meinst du? Ja, bestimmt, oder? Oh, warte mal, nicht? Stopp mal, kann ich vielleicht nochmal hin? Oh, bitte sei da, bitte sei da, bitte sei da, bitte sei da. Ja! Ja! Treffen müsste man. Ja! Okay. Oh, holy moly. Gott sei Dank. Ah, kommen wir jetzt, warte mal, kurz auf die Map um. Achso, hier kommen wir ja oben lang, ne? Was ist denn das? Schatz, erweiterte Karte. Moment, warte mal, ist das. Muss ich mal kurz orientieren. Stopp mal. Ist denn il Momente? Da müssen wir noch kurz. Da müssen wir nochmal recherchieren. Da müssen wir nochmal nachgehen, investigativ hier. Ja, ihr Lieben, also wie gesagt, es wird zu Backtracking kommen und ich tue alles irgendwie, damit ihr hier die Coffees gewinnt. Wie ihr merkt. Jetzt sieht gar nichts, Alter. So, jetzt warten wir nochmal. War das hier? Das war hier. Wo willst du denn hin? Guck mal auf der Karte hier. Ach so, wegen dem Schatz meinst du? Okay. Hier ist der Drescher. So, ja, schön ist. Ach, guck mal hier oben. Siehst du, was ich sehe? Dann. Okay. Ah, und wir haben. Guck mal, wir können hier. Hier? Wir können das kunstvolle Halskettchen zusammensetzen. Ah, cool. Siehst du, so sprechen ist halt so richtig, meinst du? Wir können hier da. Können wir hier da. Aber können wir. Können wir tun. Und wir. Oh, 46.400 Pesetas. Na, aber bitte doch. Schön. Da sind wir doch direkt. Aber da sind wir doch direkt dran hier, Freunde. Hallo! Hab neue Ware, Fremder. Ach so, hast du? Willkommen. Was hast du? Ich hab was Neues für dich. Preisreduzierte Ware für die Kohle. Deine Kohle oder dein Leben. Das die SRM. Entscheidung sollte dir leicht fallen. Und die TMP hat er jetzt. Oh,
Und repetieren wir, ne? Vier Schüsse aus großer Distanz. Angriffskraft mal 3 gegen Schwachpunkte. Hohe Durchschlagkraft. Verschiedene Zielfernrohre können montiert werden. Oh, das ist. Das könnte mir gefallen. Ja, da sehe ich dich auch. Also, du bist ja so oder so bei uns beiden immer so ein bisschen der Schnüpper. Ich bin der Distanzer. Okay, jetzt werden wir erstmal verkaufen. Wir gucken, wir hauen erstmal die Perlenkette. Die können wir auch so verkaufen, ne? Das können wir nichts daran einsetzen. Ich glaube, da können wir nichts machen. Genau. Keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Hier gibt aber auch nur 5000. Ich hätte gedacht, die gibt ein bisschen mehr. Ich kaufe fast alles. Ah, oh, okay. Ein hervorragender Deal. Verstehe, man muss erstmal alle so auswählen irgendwie und dann verkaufen. Und dann dürfte das jetzt eigentlich der Schlüssel zur Jagdhütte. Ja, den können wir, glaube ich, auch rausnehmen, weil der ist, den haben wir, glaube ich, schon abgehakt. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel. Danke. Thank you. Überleg gerade, habe ich hier tatsächlich, warte mal. War is choice, mate. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Okay. Holen wir uns den Ballermann? Also ein Repetiergewehr ist natürlich auf Distance, ist das schon geil. Irgendwie. Ja, du musst aber was anderes Spaß. Rausschmeißen. Also entweder die Schrotflinte oder die abgesägte Schrotflinte für Platz. Wir haben, das ist, okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn ich jetzt richtig zähle. 9 Plätze. Ja, du brauchst halt quasi einmal eine Reihe unten wahrscheinlich komplett durch. Tauschen. Wie ist ohne das Dorf? Oh, mein Rücken bringt mich um. Oh. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Okay. Ich komm jeder. Na, das krieg ich doch aber hin. Das krieg ich doch hin. Sag mal. Das bekomm ich hin. Das bekomm ich hin. Das bekomm ich hin. Zeit wieder. Willkommen! Komm, wir tun's. Schick deinen Gegnern aus der Ferne eine gute Nachtkugel direkt zwischen die Augen. Sehr schön. Tun wir. Und wir brauchen natürlich noch ein Zielfernrohr. So, Standard-Zielfernrohr mit 2 Vergrößerungsstufen. Kann auf Gewehren und manchen automatischen Waffen montiert werden. Nice! Gehört dir, Fremder. Okay, mal, die sind doch Sonderangebote. Ist ja auch witzig, wa? Bolzenwerfer. Geräuscharme Schusswaffe. Oh Gott, jetzt ist er am Überlegen. Jetzt geht's los. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Na dann, was kann ich für dich tun? Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Das darfst du so sagen, mein Freund. Guck mal ganz kurz, so Angriffskraft. Wo sind wir denn? 2,3 können wir pimpen. Auch ein Messer braucht nur wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Steuert man hier mal nach? Das ist halt unsere Standardwaffe, ne? Irgendwie, also... Wir müssen uns auch irgendwie verteidigen dauernd. Irgendwie im Nahkampf. Ja, das, was du halt näher... Also, wo du mehr Munition halt findest, ne? Das ist... Macht, bei der Pistole macht es schon irgendwo Sinn. Ja. Probier mal, ob's passt. Ah, Damage. Damage, komm. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Ein Grab bringt es uns ja nichts. Wird angenehme Reise. Das ist richtig. So, dann schauen wir nochmal. Schnellzugriff. Tauschen wir mal die Bone Checker aus. Musst du noch das Visier drauf klatschen eigentlich? Ja, stimmt. So. Oh ja. 10 Schuss, das wird spaßig. Da freut mich jetzt drauf. Yeah! So, nice. Okay. Heißt also, warte mal, lass uns kurz einen Blick auf die Karte werfen. Ey, wir haben hier immer noch Schätze, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Hier ist immer noch einer. Es ist hier hoch. Achso, warte mal, hier war dieses Gefecht, ne? Irgendwie. Okay. Also das Ding an der Fabrik können wir uns noch schnell holen, tatsächlich. Leute, müsst ihr jetzt wissen, irgendwie, wir haben jetzt hier relativ fettes Backtracking bis hier. Irgendwie, sollen wir es holen oder sollen wir es nicht holen?
Ich finde, der Helm hat Ähnlichkeit mit einem Typen auf dem Gemälde. Ja, der Typ auf dem Gemälde ist Lord Sadler. Ich schätze noch circa 2 Stunden. Was? Nee, weil die gefragt wurde wegen der Wette, wie lange wir noch streamen. So, also geh kurz hier rein. Hol nochmal schnell. Ja, hallo Fremder. Das wäre gesagt, jo, hol es. Nein, nicht. So, hier, ne? Bin ich der Meinung. Oh, kleiner Schlüssel. Wenn der jetzt gleich weg ist dadurch. Wahrscheinlich. Oh. Eine elegante Maske. Oh, da kannst du auch wieder was einsetzen. Oh, echt? Muss jetzt alles? Okay. Also wir kriegen zwar keinen Bonus, 19.600. Wir kriegen einen Bonus, guck mal. Bonus 1 irgendwas. Trio-Bonus. Nice. Mach mal. Bums. Ah, die Arbeit ruft. Ja, kann man so sagen. So, hier könnten wir natürlich mal unser Scharfschützengewehr ausprobieren, falls mir jetzt halt wirklich noch einer hier auf den Sack geht. So war es eigentlich nicht gedacht, aber... So, und jetzt müsste er ja wahrscheinlich dort hinten irgendwo sein, aber ich würde mir noch kurz mal die Belohnung umholen. Oh, ich stehe so auf Distanzwaffen. Also kann auch vollkommen deine Faszination nachvollziehen, Benny, irgendwie bei... Bei diesen Close-Combat-Waffen irgendwie, also Shotguns und so, die machen halt schon Spaß. Das ist irgendwie Schlunze, ne? Aber so elegant eben so aus der Ferne ausschalten. Ja, das macht ja auch schon irgendwo Spaß, ist ja richtig. Das hat was sehr, sehr... Hat schon was Schönes für mich. So, heißt jetzt aber auch im Umkehrschluss. Wo wäre jetzt... Na, guck doch mal auf Brücke. Die Karte, wo die... So. Okay, das Ding wird's wohl sein. Mal schauen. Ein Spinell. Oh, schön, ein Spinell. Was höre ich da? Wen höre ich da? So, die lasse ich jetzt aber einfach eiskalt stehen. Wollen wir das jetzt auch erstmal sparen, dass ich jetzt erstmal weitergehe? Oder letztendlich frisst es ja kein Brot. Nö. Und ich sehe jetzt auch erstmal keine große Dringlichkeit, irgendwo zu sagen, so, okay, wir müssen jetzt irgendwas sofort updaten. Okay. Wir können natürlich auch immer überlegen, ob wir wechseln, tatsächlich, was die Koffer angeht. Innerhalb der Kapitel. Also, wenn wir mit dem Kapitel fertig sind. Ach so, meinst du, dass wir dann quasi die Attribute wechseln dann? Also Gold, Silber und genau. Samt oder der so. Klassische. Genau. Gold, Silber und Samt. Weil letztendlich, wir sehen ja jetzt halt nur, was sie bringen. Und also ob wir jetzt halt mehr Pesetas gefunden haben, kann ich jetzt natürlich so nicht beurteilen. Ne? Also man merkt aber schon, ja, die Moon ist schon rar. Jetzt hat man natürlich aber auch hier Mr. Salvadore irgendwie, also den Kettensägen schwingenden Typen. Mann, wieso, ey? Oh, Mann. Oh, Hundi. Auch, ne? Oh, dich retten wir, komm. Komisch. Die Szene hatten sie halt am Anfang im Original. Ach, das war das, was du vorhin am Anfang meintest. Oh, Gucci.
Tschüss, mein Kleiner. Auf, Kleiner. Ach, wie schön. Oh, ich freue mich. Hm. Benutzen. Zap, 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 zap. Jo. Okay, also wir kommen jetzt damit in die Kirche. Es war da noch irgendwo so eine Tür damit. Alter, ist das Duster. Eine Höhle. Also es ist schon wirklich cool, halt, weil halt, es unterscheidet sich doch noch wirklich sehr vom Original irgendwie. Also auf jeden Fall haben sie die Szenarien halt echt cool ausgebaut. So, Blick auf die Karte mal werfen. Ah, okay, und hier kommen wir wieder am Dorf an. Ah, dann kannst du also quasi damit dann wirklich gucken, ob du in die Kirche kommst. Und den kleinen Schlüssel kannst du ja dann auch irgendwie verwenden, den zweiten. Meinst du hier? Ob wir hier, guck mal, hier ist so auch noch ein Schatz, verschlossene Schublade. Ah, oder da? Nee, genau. Wahrscheinlich die verschlossene Schublade kannst du damit öffnen. Der Wegschrein. Der Wegschrein ist auch nochmal eine spannende Kiste, finde ich, irgendwie, weil da muss es ja auch irgendwelche Schlüssel dafür geben. Ist gar nichts. Wenn jetzt hier eine Bärenfalle liegt, dann ich trete definitiv rein. Wer war das? Speer. So, jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt, wie viele Leute jetzt hier wieder am Start sind. Agiesta? War erschrocken. Hat aber so ein bisschen Charme, ne? Jetzt irgendwie so mit dem Abendlicht irgendwie, das sieht eigentlich ganz nett aus. Auch so mit dem Nebel am Boden? Ja, das ist halt so ein bisschen sinister, aber na, kann man machen. So, ich muss mal gucken, ob ich jetzt Beda erwische. Schön. Wenn das wirklich. Ich hab doch manchmal so Gruppen von Krähen und da haut dann Gnaden los einfach mal eine Blindgranate drin. So, da oben ist auch noch einer. Zwei so, ja. Hm. Hat nichts gebracht. Das ist halt die Frage, ob die was bringen. Nee, komm nicht rein. Okay, also erstmal hier in. Oh, Bärenfalle. Trap. Das ist auch. Oh, hallo? Die muss ich wohl übersehen haben. Ich verstehe das nicht, ey. Warum sind denn die Schlüssel jetzt weg? Es ist doch. Wieso macht man denn sowas? Ein Alter, komm einmal usen. Ja, aber es ist doch bescheuert irgendwie. Ist doch auch nicht so, dass du jetzt eine Tür schließt und danach den Schlüssel wegschmeißt. Ist doch, also warum? Okay, gut. Gehen wir raus. So, wir könnten jetzt in diese diabolische Kirche. Willst du da wirklich rein? Nee, ich will also, nicht rein. Ich hab Schiss davor. Ich hab Schiss davor. Es wird schlimm. Aber es bleibt uns ja tatsächlich nichts anderes übrig. Was war denn das jetzt? Das ist neu. Das ist neu. Was? Was zur Hölle? Scheiße. Alter. Wer seid ihr denn, Mann? Wo ist der andere? Alter, das sind ziemlich viel. Es sind ziemlich viel. Nachladen. Krass, das war jetzt wirklich, das war neu. Neu und unerwartet. Schön. Erfrischend.